Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristen-Hotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mach ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Diese freundlichen zwei Damen empfingen mich am Beginn meines Rundganges durch den 19. Bezirk. Und zwar in der Philippowichgasse 1. Auf Nummer 2 bis 4 steht Johann Heinrich von Pestalozzi und wo wohl? Natürlich bei einem Kindergarten. Ja, Frühlingsgrüße, und da freut sich natürlich diese ruhende Frau in der Billrothstraße 8 bis 10. Ebenfalls in diesem Gemeindebau finden wir diese spielenden Kinder. Meistens, würde ich mal sagen, sind sie Fußballer. Und das ist, was glaubt ihr wohl? Erraten, eine Sonnenuhr. Sie zeigte übrigens die richtige Zeit an. Eine schöne Vogeltränke mit Mosaiken, ebenfalls in diesem Gemeindebau in der Billrothstraße 8 bis 10. Und zwei spielende Bären dürfen da natürlich auch nicht fehlen. Bevor wir mit einem Vogelflug aus diesem Gemeindebau Abschied nehmen und ein paar Häuser weiterfahren, nämlich bis zur Hausnummer 42, wo sich dieser Vogelbrunnen befindet. Schräg gegenüber an diesem Haus Nummer 57 in der Billrothstraße ein Bild von Theodor Billroth. In der Gatterburggasse 2b sehen wir spielende Kinder, ein Mosaik an einem, na klar, Kindergarten. Und vor dem Haus Nummer 8 in der Gatterburggasse finden wir Theresa Gräfin von Gatterburg. Sie hat ein bisschen streng dreingeschaut am Anfang, aber angeblich war sie eine sehr mildtätige Frau im 18. Jahrhundert. Die Pfarrkirche St. Paul hat vorm Portal die Statuen des heiligen Erasmus und des heiligen Johannes von Nepomuk stehen. Sie steht am Theodor-Innitzer-Platz und natürlich hat dieser Kardinal Wiens dort auch sein Denkmal, bewacht von einer Mutter Gottes. Das Denkmal von Theodor Körner finden wir in der Döblinger Hauptstraße 83, Ecke Hofzeile. Und Döblinger Hauptstraße 87 ist die Adresse dieses jungen Paares, das möglicherweise auf diesen Fresken Szenen aus seinem zukünftigen Familienleben bewundern kann. Ich war's nicht, Mama. Nein, wirklich nicht, scheint dieser Junge flehentlich zu sagen, und zwar angesichts dieser Sphinx ohne Kopf, die, wie die in den nächsten Einstellungen folgenden Reste von Skulpturen aus dem ehemaligen Rothschildgarten stammen. Gleich daneben befindet sich eine wunderschöne Weinpresse. Und damit wissen wir, dass wir uns eher schon in Grinzing befinden, genauer gesagt im Wertheimsteinpark, der uns hier schon mit ersten Frühlingsanwandlungen empfängt. Und diese Frühlingsanwandlungen hätten möglicherweise jenen Herrn, nämlich Julius Schlegel, zu einem Bild animiert. Er war nämlich Maler.
aber sein größerer Verdienst war die Rettung der Kunstschätze von Monte Cassino im Zweiten Weltkrieg. Der Dichter Franz Keim hat ebenso sein Denkmal im Wertheimsteinpark. Und diese ersten Frühlingsboten hätten wahrscheinlich den zweiten, vielleicht etwas bekannteren Dichter Ferdinand von Saar zu einem Gedicht animiert. Keine Gedichte und überhaupt keine Action momentan, leider aufgrund der Zustände im Land. Für die Pfadfinder kein Eingang. Wir befinden uns jetzt in der Reimersgasse 1. Die zeigt uns hier zwei schöne Mosaike. Das zweite folgt hier. Und einen schönen Ausblick auf die Weingärten des 19. Bezirks. Reimersgasse 8 ist was für Hobby-Astrologen. Hier sind nämlich die Tierkreiszeichen schön der Reihe nach angeordnet. Hättet ihr die Reihenfolge gewusst? Ich gebe es ehrlich zu, ich nicht. In der Reimersgasse 5 finden wir diese Statue einer Mutter mit Kind. Und das Kleinkind ist offensichtlich schon ganz schön aufgeweckt und will schon mal wieder weg. Diese sitzende Mädchen umrunden wir mal so halb. Sie befindet sich in der Paradiesgasse 30. Paradies übrigens ohne langes I. Und wir bleiben in der Paradiesgasse. Auf Haus Nummer 65a gibt es einen Kindergarten und der hat für die Kinder die Tiere des Waldes in Mosaikform bereit. Und unweit davon einen Stier. Schaut ein bisschen angriffslustig aus, der Kerl. Ich gehe ihm lieber aus dem Weg und entdecke eine Miezekatze auf Anschleichpfad, die im Hof des Kindergarten sich befindet. Gar nicht weit, ebenfalls im Gemeindebau Nummer 65a, befindet sich diese Mutter mit Kind, eine Brunnenfigur. Und in der Grinzinger Allee 54 finden wir diesen Brunnen mit Mosaiken, Schildkröten und Affen. An der Ecke Grinzinger Straße 2, Grinzinger Allee 76 findet sich diese Wegsäule mit einem Relief und einigen Beschilderungen. Grinzinger Straße 54 ist die Heimat dieses Löwenpärchens. In der Dr. Eduard Heindl Gasse 5 bis 7 finden wir diese Säule mit Sankt Hippolytus, der offensichtlich ein Heiliger mit Kinderbezug zu sein scheint. Ecke Aslan Gasse 2 Grinzinger Allee befindet sich diese Metallskulptur ohne anderen Titel. Ich könnte mal nicht sagen, an was es mich erinnert. Dieser hier hingegen erinnert mich an große Theaterstücke. Richard Eibner, ganz berühmter Burgschauspieler, hat sein Denkmal an der Billrothstraße 76 bis 78, ebenso wie Theodor Billroth, der Namensgeber dieser Straße. Von dem Arzt Dr. Billroth nicht weit weg ist diese Musikerkolonie. Es sind die Gräber von Johann Strauss Vater und Josef Lanner, zwei der Hauptbegründer der Wiener Walzer-Tradition. In der Flotow-Gasse 25 steht dieses Ding, das U aus dem imaginären Alphabet. Und wo steht's? Bei einer Schule. Dieses Bild passt auch zur Schule, hat nämlich Kinder mit dabei. Es soll eine Darstellung der Familie sein, an der Hauswand Flotow-Gasse 18. Und hier steht mal nicht Gemeindebau, sondern Volkswohnhaus.
Tatsächlich ist es trotzdem ein Gemeindebau aus der Zwischenkriegszeit, Flotow-Gasse 12. Der Rattenfänger von Hameln? Daneben getippt, es ist nur ein Schäfer und er befindet sich in der Hutweidengasse 19. Einmal ums Eck und wir sind in der, nach was sieht das Bild aus? Richtig, in der Weinberggasse, hier genauer gesagt am Haus Nummer 35. Und da sehen wir den Weinheber und hier sind dann schon die Weintrauben leider aus Stein. Die Skulpturengruppe nennt sich Weinbergarbeiter und ist vor der Stiege 2 der Weinberggasse 46 zu bewundern. Ja, Gemeindebauten gibt es im 19. Bezirk mehr als man glaubt und dieser hier ist sogar ziemlich neu, also aus den 80er Jahren. Und was glaubt ihr denn wohl, was könnte sich hinter diesem merkwürdig geformten Stein verbirgen? Es ist eine Flusslandschaft. Ja, wenn man es weiß, fällt es einem natürlich sofort auf. Dieser Roboter in der Börnergasse 4 heißt eigentlich laut Künstler Urauge. Mir fällt dazu Mundl Sackbauer ein Nudelaug. Sprungbrett für Vögel ins Wasserbecken? Nein, nur ein kubischer Brunnen in der Görgengasse 9 bis 11. Und schon sind wir unten auf der Grottenbachstraße angelangt. Das Ding hier heißt Drachen und war früher mal eine Kinderrutsche, Haus Nummer 110. Auf 106a in der Grottenbachstraße sehen wir dieses Erinnerungsrelief an die Befreiung von den Türken 1683. Und im Hugo-Wolf-Park, ebenfalls an der Grottenbachstraße gelegen, dieses Kind mit Reh. Zeit für den Heimweg, Grottenbachstraße 69 bis 73 zeigt uns dieses Ding. Es heißt konstruktives Denken. Ein Auerhahn in der Kotechgasse 65, aha, eine Eule, offensichtlich geht's um die Tiere des Waldes. Doch halt, ein Ring? Nein, es passt schon. Ein freundliches Eichkätzchen und der alte Specht, der klopft schon schlecht.